Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ghost Recon Breakpoint. Mit leichten Aussetzern vom Spiel, aber natürlich auch leichten Aussetzern von den Spielenden. Wie ihr wisst, wir werden hier immer stark zu Boden genagelt. Jetzt aber auf zu unserer Mission. Ich habe drei Feinde zwischen Süden und Osten im Blick. Sieht die noch jemand? Die Taschenlampe, die rumfuchteln, ja, zwei Stück. Genau. Ist hier irgendjemand mit mir auf dem See, also am See, und sind die beiden am Motorrad, die drei Leute am Motorrad? Ja, ich sehe die drei Leute am Motorrad. Ja, sehe ich auch. Auch wer? Ich sehe die zwei jetzt gerade. Wo ist der dritte? Okay, dann weg an wen? Nee. Ich übernehme den ganz vorn. Vorne ist eine Aussage, mit der ich nichts anfangen kann. Der, was ganz vorne steht, der, was nach links schaut, aufs Wasser hinaus. Ja, dann nehme ich den mit der Taschenlampe. Die haben alle Taschenlampen. Wollt ihr mich verarschen heute? Oder okay, was dann, bitteschön. Ich nehme den, der am südöstlichsten steht. Der Scout nimmt den, der am nördlichsten steht. Und der Captain nimmt den, der am südsüdwestlichsten steht und mit dem Rücken zu uns ist. Gut, dann auf drei. Eins, zwei, drei. Nein, das ist so. Schuss wurde gehört. Haben es nicht gehört. Gruppieren und dann laufen wir wieder zusammen weiter südlich. Ich möchte schnell die Leichen betatschen. Ich muss mir mal kurz meine Zigarre in den Mund stecken. Oh, das sind diese. Oh, wir waren hier doch schon mal. Ja. Wir waren hier vielleicht. Weiß ich nicht. Ich kann mich hier dran erinnern, ich habe so viel Alkohol getrunken. Wildhüter? Ja, genau. Da kann ich an diese Baumaschinen, Baumfäller-Drohnen erinnern. Ja, ach ja, stimmt, da sind wir vorbeigekommen. Aber Wildhüter war viel, viel weiter östlich. Ich weiß nicht, wo die. Warte mal kurz. Er versteckt sich in einer Hütte in der Nähe von der Torsform. Ja, in einer Hütte in der Nähe von der Torsform. Welche Hütte? Wir haben ganz viele Hütten hier in der Nähe. Aber ich vermute mal, wir müssen jetzt ein bisschen südwestlich laufen. So ein bisschen. Ja, es kann doch nur diese große auf der Karte sein. Ja, kann. Muss nicht. Ja, hier ist keine andere an diesem Dings da, Swamp. In der Nähe ist eine sehr vage Aussage. Ja, das stimmt. Da sind zwei Typen mit Boot auf der anderen Seite des Sees, mit Taschenlampen. Ja. Ah, hier haben wir das komische Safari-Auto geklaut. Ja. Sind die Reste eines noch glimmenden Freundes? Feuers? Die Reste eines noch glimmenden Freundes. Hier kann man ein Biwak aufschlagen. Cool. Oh ja, hier scheint das zu sein, der Boy. Der Höhle vor uns, glaube ich. Ich hab da was gehört, ein Husten. Ah ja. Hey, Herzkönigin. Weißes Kaninchen. Nomad. Josiah. Scheiße, Mann. Schön, dich über der Erde zu sehen. Sonst jemand aus deinem Trupp? Ein paar. Wir wurden getrennt. Mann, da haben wir ja richtig ins Klo gegriffen. Josiah, ich habe Walker gesehen. Er jagt unsere Soldaten. Bitte wen? Lieutenant Colonel Walker. Cole Walker. Hier. Kämpft gegen uns. Unmöglich. Ich
Ich habe es gesehen. Ich glaube das nicht. Ich habe ihn bewundert, weißt du? Hast dich wohl getäuscht. Also, was hältst du davon? Entweder Walker hat das Schiff versenkt, oder jemand, mit dem er zusammenarbeitet. Hier. Oha. Neues Sicherheitsprogramm. Lösen wir mal. Jay Skell. Jay Skell hat das Frachtschiff versenkt. Verdammt. Dieser Sack ist offenbar für alles verantwortlich. Ich spür Skell auf. Ich traf ein paar seiner Angestellten. Mal sehen, was die wissen. Ich trommle noch Überlebende zusammen. Wir treffen uns bei Sammelpunkt Delta. Klingt gut. Ja, klingt gut. Chase Kell. Hier ist unser Buddy aus dem 73. Ja, Chase Skell. Voll schlimm. So, Ich hab ne beste Hose. Wir müssen mit Schulz sprechen. Wer ist zum Teufel? Ist Schulz. Wollen wir hier eine Runde bivakieren? Ja, irgendjemand hat schon gedrückt. Ich bivakiere schon. Ja, ausgezeichnet. Ich wurde einfach zwangsbivakiert. Das finde ich nicht schön. Das, so macht man das im Team. Dann bivakieren wir hier alle. Sehr schön, ihr sichert. Ihr sichert. Nein, der Bus sichert. Vor allem alle ohne Mütze. Was soll das? Wo sind die Kopfbedeckungen? So war das nicht abgesprochen. Ja, wenn man bivakiert, dann braucht man keine Kopfbedeckung. Wenn wir hier schon bivakieren, dann werde ich mal im Biwak pissen gehen. Sehr gut, ich werde... Ich werde eine Suppe kochen für uns. Achso, gut, dann werde ich was... Soll ich das auch machen? Bei der Vorbereitung kann sich jeder ein Süppchen kochen. Würde ich vorschlagen, tatsächlich. Boah, die Suppe sieht scheiße aus. Ja, ist eine Miesmuschelsuppe mit Seegurken. Ich merke gerade, ja. Kann man auch mehr machen als nur eine Suppe essen? Oder hebt sich das? Kannst du auch Wasser trinken. Okay. Ja, ich möchte aber. Ja. Das Trinken, das ist nicht schlecht. Kann sich auch dehnen. Dehnen ist nicht schlecht. Und einen Waffencheck kann man durchführen. Werde ich alles machen. So, das war ein sehr guter Waffencheck. Ja. Sehr professionell. Glaube ich auch. So machen das Spezialeinheit. Man hat hier Zugriff auf Marias Shop übrigens. Oh ja, das ist gut. Dann schauen wir mal. Kann man sich eine Desert Eagle gleich herbestellen per Amazon Express? Weil na, ich kann ein bisschen was von dem Scheiß verkaufen. Das könnte ich. Oh, schau ich mir alles in aller Ruhe dann an.
Wir brauchen ganz kurz, machen kurz einen Powernap. Ne? Okay, ich bin zurück von der Biwak-Latrine. Willkommen. Und gleich wieder. Ihr habt mal auch Zugriff auf Marias Shop? Habe ich auch gehört, ganz genau. Ja, wichtig ist, dass du ein paar Vorbereitungen triffst. Achso, es kann immer nur eine Vorbereitung zur selben Zeit aktiviert sein. Dann fresse ich noch eine Suppe, dann fühle ich mich schon besser gewappnet gegen Angriffe, glaube ich. Ein Süppchen für den Krüppel. Eigentlich, im Dialekt hört sich das besser an. Süppchen für den Krüppel. Ein Dialekt für uns heißt das Asippel für den Krüppel. Ja, das ist super. Wann möchten Sie aufbrechen? In 3 Minuten, um 3.55 Uhr, um 7.55 Uhr oder sofort aufbrechen? Ja, mal kannst du die Tageszeit. Ich merke. Bestimmen. Aber man braucht echt 42 Sekunden, um das Lager zusammen zu packen. Braucht auch alle noch ein Süppchen in der Zeit. Wir genießen noch ein bisschen die Ruhe. Kann ich eigentlich Sachen verkaufen? In Marys Shop? Aber wo? Wo ist mein Inventar? Da, wunderschön. So. Wir müssen mit Schulz sprechen übrigens. Ja, der sollte Richtung Süd, Südwest sein. Süd. Richtung Süd von hier. Ja, warte mal ganz kurz. Ah ne, alles gut. Sind wir denn alle schon unterwegs? Den Captain vor mir und... Ich bin noch nirgendwo unterwegs. Den Marine hinter uns, da müssen wir auf die Out warten. Da, immer los, es ist ja... Wieso hat sich der Marine denn bitte schon einen Kartoffelsack über die Beine gezogen? Was seid ihr denn jetzt? Gut, ne? Links. Hinter der Hütte sind wir. Hinter der Hütte, okay. Oh, ist eine Kiste. Die hatten wir schon. Oh ja, ist eine Kiste. Ah, da seid ihr. Und? Was ist jetzt? Was ist der Richtung Süd laufen wir weiter. Wir laufen zur Schulz erstmal. 3,2 Kilometer. Ja. Diese komische Damenhose lässt recht voll fett aussehen. Tja, guck doch mal bei Panzer um. Muss ja auch, weil sie so fett ist. Was man findet? Darf man behalten. Westlich von mir. Genau in der Nähe. Lass sie uns wegknipsen. Zwei. Das sind drei. Ja. Oh nein, zwei, okay, gut. Ich nehme den rechten. Noch drei. Eins, zwei, drei. Da hinten geradeaus, Richtung sind noch Wolfs. Das sind Wolfs, zwei Stück. Ja, also Stück. Stehen da und pissen gerade ins Gras, also. Vielleicht pissen sie sich rein, wenn wir kommen. Ich glaube, die schauen Wildschwein beim Vögeln zu. Große Drohne, hinlegen! Oh, da kommt Drohne hinne! Oh. Hinlegen und einpissen. Ja, hab ich schon. Ja. Okay. Ah, ich sehe sie. Ja. Man hört sie aber auch, das ist eine jetbetriebene Drohne. Ja. Mhm. Das ist jetzt lauter, als ich es in Erinnerung habe. Captain, Richtung Osten, laufende Patrouille durchs Wasser, kommt auf uns zu.
bei den Bäumen, direkt bei der Insel, bei der Zwischeninsel. Das sind auch Wolves, die kommen direkt auf uns zu, glaube ich. Ja, sicher. Lass uns erstmal die, ja, lass uns erstmal die auf uns zukommen, erstmal versuchen, dann wegzumachen. Obwohl, die laufen uns vorbei, glaube ich. Können wir dann nicht die vor uns auslöschen? Ja, wenn wir müssen. Oder? Ja, ich habe ganz links im Visier. Aber alle drei. Ich hab den rechts. Dann nehme ich den in der Mitte. Ich hab noch gar keinen. Aber wenn, dann macht man ja. Dann, alle ready? Yep. Ja. 3, 2, 1, go. Der ganz links ist nicht umgefallen, muss ich nachher. Ja, der hatte einen Schuss aber im Kopf. Ich weiß nicht, warum der gefallen ist. Vielleicht brauchen die zwei, weil die haben ja so eine komische Metallplatte, oder? Meiner hat nur einen gebraucht in den Hinterkopf. Ja, im Hinterkopf. Okay, ja gut. Ja. Was man tötet, darf man behalten. Finger weg, alles meins. Das ist doch der Codex der Necromonger. Kommt eine Drohne, glaube ich, wieder. Du hast eine Paketrunde. Paketrunde. Willi, aber eigentlich könnten wir die abschießen, Paketrunde, oder? Ja. Die hat doch bestimmt was drin, oder? Wo ist denn die? Ah, mit der Pistole ist Krampf. Ja, ich kann nicht mit dem großen Ding draufschießen, weil dann aber alles am Arsch. Boah, die fliegt schneller, wenn man draufschießt. Oh, was, ich habe was bekommen. Ich habe auch was bekommen. Ne? Die müssen wir erledigen, die Paketdrohnen. Die hat eine Rüstung auf mir fallen lassen. Na gut, ja, aber auf mich auch. Mir ist eine Hose auf den Kopf gefallen. Deswegen wisst ihr, warum ich der Captain bin. Nee, immer gute Ideen. Besten. Ausnahmslos. Besten. Ja, aber nur 2 von A10 funktionieren. Oh, da kommt ein Zug. Kommt er? Ja, ich habe nur gerade gelacht, weil Hannes Schutz in der Gruppe gesucht hat. Vor dem Zug oder was? Ja, ja, da kommt ein Zug. Ist sofort umgedreht und hat sich neben uns hingekniet. In welche Richtung müssen wir? Süden. 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 Und, mit wem müssen wir jetzt reden? Schulz. Schulz. Okay. Vor uns eine Stellung, warte. Oh ja, es sind. Zwei Stück. Ich hab den recht. Da ist noch was, da ist ein Scheinwerfer gewesen. Der kommt ja, da. Ja, das ist eine Taschenlampe von dem zweiten, glaube ich. Ah, okay. Ja, ist gut. Bereit? Da, das ist jetzt hinter Motorrad, ja. Den hab ich. 3, 2, 1, go. Sehr gut. Um Haaresbreite, sage ich da noch. Ja, ich musste aufstehen, um den hinter dem Motorrad sehen zu können, als er sich geduckt hat. Ja, zuhören. Ja. Simultanschussdrohne, aha. Da. Sehr gut, alle da. Dann gehen wir mal ein bisschen Hackengas, ne? Wollen wir einen nächtlichen Sprint einlegen hier durch die Pampa? Ja, ein Jogging. Marathongeschwindigkeit. Ja, die stehen schon im Gras, ja, auf Südosten. Hab ich gesehen. Hier ist vor Westen ist eine Kontrolle. Hubschrauber einlegen. Wir dürfen nicht hoch auf die Straße, ne? Hinter uns ist direkt eine Patrouille. Stehend. Also hinter uns auf Norden oder? Westen. Nordwesten. Ah, okay. Sind da vorne wieder die blauen Erkundungsdrohnen? Ja, das ist eine. Zwei Stück sogar. Zwei Erkundungsdrohnen. Oh, das sind viele Männer. Das ist ein Zivilist? Warte, ich guck mal mit der Drohne ein bisschen. Ich glaube, das sind nur zwei Zivis und zwei Feinde. Zwei Frauen und zwei Feinde und zwei Drohnen, ja. Und dann zwei auf die Drohnen, die anderen zwei auf die Soldaten, oder? Okay, ich nehme die linke Drohne. Jetzt die rechte Drohne quasi, also die jetzt wieder links ist. Ich nehme die linke Drohne, von uns aus gesehen. So. Dann nehme ich halt die rechte.
Ist gut, dann ich nehme den rechten, der näher bei den Zivilisten steht. Jetzt ist die rechte Drohne, die. Ja, ja, ihr wisst, ja, wo sie ist. Links. 3, 2, 1, go. Jetzt hat doch die rechte Hühnern geschossen. Ja, ich dachte, ihr macht euch das aus. Immer. Ja, ich habe gesagt, immer die linke nehme ich. Ja, links nehme ich. Ist scheißegal, ob sie Position wechseln. Wenn die rechte die linke wird. Das musst du mir vorsagen. Ich habe rechts auf die andere geschossen. Das ist Wahnsinn, aber egal. Was ist überhaupt das für ein Problem? Hat doch alles geklappt. Frauen sind befreit, das ist ausgezeichnet. Was sind sogar drei Geißen? So, weiter Richtung Süden. Ist da nichts zum Sehen? Ich hab mich gerade am Arsch gekratzt. Ich gratuliere. Ich wollte in das Buch sehen, aber das war anscheinend nicht so interessant. Osten Patrouille mit Drohne. Ja. Lass mal stehen. Oder? Haben die irgendwas Geiles? Ja, das wimmelt hier. Warum? Das ist Wahnsinn. Können alle 5 Meter können die einen aufstellen zu einem Raster. Was ist das hier vor uns eigentlich für ein Sophia mit den Fahrzeugen? Vorsicht, Fahrzeuge auf der Straße, nicht auf die Straße laufen, bitte. Dann Patrouillen, dank. Das ist hier ein Emergency Center vor uns. Wir haben hier etwas im Emergency Center zu erledigen, ich weiß noch nicht was. Also wir haben hier auf jeden Fall etwas zu holen, beziehungsweise irgendjemand rauszuholen oder so. Okay. Wird mir zumindest ja, können wir machen. Warte mal kurz, nördlich von Fluglane. Wenn hier irgendwas machen, ja. Guck mal ganz kurz, was für Einsätze wir hier haben. Mit Deborah sprechen. Das erfordert aber weitaus mehr Informationen, und zwar viel mehr Informationen. Also das ist Patrouille von der Straße. Na gut, dann gehen wir zu Schulz, oder? Nee, hey, warte. Was ist? Lass uns mal reingucken hier. Lass uns mal hier reingucken, das Gebäude. Lass uns mal die Scheiße hier säubern. Mal reingucken. Ich will wissen, was hier drin ist. Ich zähle mal 2 Feinde. Patrouille Straße. Ja, ich brauche Straße runter. Hinter die Smarts. Ach, ich muss unbedingt rüber auf die andere Straßenseite her. Kommt alle 30 Sekunden, kommt eine verschissene Dreckspatrouille an. So, da ist ein Bewaffneter, der ist rechts von uns. Der andere ist kein Bewaffneter. Ja, die laufen Zivilisten rum. Aufpassen. Versuchen wir mal kurz hier die Infos zu sagen. Soll ich den ausschalten, den hier vorne? Wenn ihr die sauber ausschalten könnt, immer. Ja, hat er. Gut gemacht. Wir haben uns ein paar Infos besorgt aus der Zeitung. Da laufen noch 2 Waffen im Haupteingang, geradeaus weiter Richtung Westen. Ja, ich habe ja auch noch eine vor mir, aber eine Waffe. Aber ich bin beim Prime auf der linken Seite. Ah. Hier sind 2 Stück bei mir. Hier sind 2 Stück bei mir. Einer wurde direkt gesehen. War. Ich nicht. Richie wurde gesehen. Ja. Wir haben Leiche gefunden, aber was? Weil den du erschossen hast, oder? Nee, der lag hinter uns. Oh Gott, von rechts kommen dann Ghosts. Komm, wir müssen ins Gebäude, um uns da verteidigen zu können. Fuck! Bin hinter dem Prime. Ja, ich sehe es, aber vor uns sind. Habt ihr den rechts von uns?
Ah, ist das... Wo sind Feinde? Auf unserer Position, wir sind drin in dem Aurora Health Store. Oh shit, da kommt ein Schwerer! Shit. Ihr habt einen hinter ihnen, sind die rumgelaufen. Der Schwerer, den hab ich den Helm weggekloppt. Ja, den hab ich schon weggekloppt. Du hast den anderen erledigt dahinter. ich glaub den Schweren habe ich, oder ist der? Der ist umgefallen. Der Captain ist da hingelaufen, da dachte ich, da ist jetzt safe. Und dann kommen auf einmal drei Leute um die Ecke. Oder zwei. Ja, da vorne lieg ich, genau. Ich hab da hinten rechts nur ein paar Typen gekillt. Ja, genau. Dann hieß es auf einmal Feinde. Aber eins nach vorne rechts liege ich. Am Health. Am Aurora Health Service Terminal. Okay, einer hat die Leiche gesehen, die wir sich hinterlegt haben, aber den habe ich sofort erwischt. Ich weiß nicht, wo die anderen hergekommen sind. Wir müssen mal kurz reingucken hier. Lass uns mal kurz einen Blick reinwerfen hier. Wir müssen. Aber, oh, warte mal, Prime, weißt du was? Die anderen suchen mal Ausrüstung. Prime, komm mal mit. Wir müssen mal kurz was untersuchen. Ich hab die Ärzte sind da drüben, ja. Wo sind sie hin, Captain? Doch, hier im rechten Gebäude aus. Auf Norden. Das sind Typen, mit denen man reden kann. Sind sie gerade ins Haus gelaufen? Ja. Genau hier. Hier, wo wir stehen. Nördliches Gebäude 3. Hallo. Irgendeine Idee, wo dieser Ort sein könnte? Dieser ich Typ wüsste, ich wüsste mehr. Der Typ sieht aus wie ein Affe. Oh, that's racist. Nicht weglaufen, hier ist eine Kiste. Wir müssen noch auf Sergeant Lichimo warten. Ja, du musst dir mal ein Profil ansehen. Im zweiten Stock, wo seid ihr? Jeder kann so hübsch sein wie ich. Erster Stock, rechtes Gebäude, rechter Raum ist eine Kiste. Ist das eigentlich rassistisch? Wir stammen doch alle von Affen ab. Tun wir das? Oh, ich hab Einhorn gefunden! Oh my fucking God! Ja, das Unicorn! Draußen an der Treppe, da ist ein Einhorn. Also da knie ich davor. Auf diesem Besucherstuhl. Mega süß. Nein. Aber ich glaube nicht, dass wir hier Schulz finden, oder? Nein, ich glaube auch nicht. Wir haben nur Informationen geholt über Medikamente, alles gut. War nur ein Auftrag, den wir noch nebenbei halt aufmachen müssen. Ich finde die Kiste nicht. Hat es jetzt schön? Ja, dich. Bist du hier bei uns? Cyberkill hat's rausgeworfen, ja. Bah, leck mich doch am Arsch! Er flucht immer, aber jetzt wird einmal nicht reichen. Nutze die Zeit und rüste mich ein bisschen besser aus. Besser gegen Drohnen. Aufsuchen. Thema. Genau, hier. Sonst noch irgendwo was gefunden worden? Also drüben im Gebäude nichts, ist alles abgeschlossen, alles zu. Also dann machen wir heute nicht mehr weiter. Noch bis 10, oder? Willen Schulz. Also hier sind nichts mehr. Ja, dann müsst ihr warten, bis ich wieder reinschaue. Ja, ja, natürlich. Ich stehe im westlichen Teil. Komplexes. Ich bin auf der Straße gespawnt. Schon draußen. Oh. Den Flugabwehrgeschütz auf dem Dach. Haben wir gar nicht gesehen. Oh ja. Gut, dass wir nicht mit Helikoptern unterwegs sind. Da, dann kommen wir raus auf die Straße, Scout. Ja, nehmen wir ein Fahrzeug und wir suchen nach Schulz. Ja, es soll gleich um die Ecke her sein, oder? Wenn du zu uns kommst, in südliche Richtung hinter dem Haus, das sollte gleich sein. Also links am Haus vorbei. Auf dem Helipad sind wir, beim Helipad. Auf dem Helipad?
Das ist hinter dem Haus. Da steht der Captain. Aha. Siehst du es? Ja, ich sehe es. Ist... Ich kontrolliere es immer mit der Karte. So, weiter Richtung Schulz. Auf geht's. Ja, ist Scout schon da? Ja, ja, ich bin da. Ah, okay. Gelippert. Uiui, wäre ja noch schöner, hallo? Bei uns ein Gebäude. Kleines Lager oder sowas. Erstmal kommt eine Straße nochmal wieder, oder? Sieht auf der Karte keine Straße aus. Oder die Bahnstrecke. Ah, links von vor der, nee, vor der Bahnstrecke ist das Haus. Ja, stimmt. So, und das ist das Lager. Müssen wir da rein? Ja, nein. Aber hier brennt Feuer. Ja, das hier ist Ausrüstung. Glaub, also Richtung Westen sind hier ist eine Kiste. Zwei Mann Patrouille. Ich glaube, das ist ein Haus. Ein schönes Haus. Wir kommen hier nicht rein. Vorsicht, dann in die Richtung ist ein zwei Mann Patrouille. Ja, sehe ich. Wollen wir die Leute unten am Feuer befragen oder gehen wir weiter? Weiter. Aber hier kommen wir rein in dieses Haus. Auch ein paar Infos vielleicht. Ich glaub gar nicht. Ich hab ein Handy gefunden, warte mal kurz, Männer. Oh, ist ein nettes Haus hier. Nein, oder? Aber hier ist alles durchwühlt. Ja, ist auch verlassen. Bisschen klein das Haus, oder nicht? Ich glaube, es ist mehr so ein Bungalow zum Wird doch das sein. Glaub. Hier im Bad liegt Erde drinnen. Ja, das ist wahrscheinlich runtergebrochen vom Dach. Aber im Dach ist kein Loch. Ein Geheimnis, nein. Ja, Paketdrohne. Sniper, was ist los? Hau rein. Ah, ich hab sie erwischt. Sehr cool. Hä? Die ist noch nicht tot. Hey, mach nicht so einen Krach, Alter, was ist falsch mit dir? Entschuldigung, ich wollte sie erledigen. Genau, westlich von dir stehen zwei Typen rum. Jetzt die kommen, Captain. Schauen. Ich glaube, das ist nur wieder so ein Bug. Ja, Prime könnte den hinteren nehmen. Oder den vorderen. Ja, dann los, den hinteren. Okay, go. Ja, der hintere ist schon down, der fällt nur schwierig um. Entschuldigen Sie, Captain, ich wollte die Paketdrohne erledigen. Ja. Die hat mir eine Hose gedruckt. Die hat mir gar nichts gedruckt. Ach cool, der hat eine Drohne auf dem Rücken. Oh ja, stimmt. Voll kranker so, Mistkerl. Wir haben noch 1,5 Kilometer bis zur Schulz, komm schon. Let's go. Lasst euch nicht ablenken von der... Ich glaube, da oben sind noch mehr Typen auf der Straße. Und ja, wir müssen hier ihn töten. Prime rechts von dir ist Post und genau vor mir ist eine Patrouille. Wo bist du? Prime sieht mich. Ja. Vor mir ist die zweite Patrouille. Und rechts von uns ist ein Posten. Ja, können wir die mit Lautschalldämpfern ausschalten? Ja, machen wir. Ich nehme den hinteren. Okay, dann nehme ich den ohne Rucksack. Ja. Nein, stopp, Patrouille vom Auto zurück. Oh ja, zurück. Ah, oh, Gott im Himmel. Wo ist Litschi? Ja, dann täuschen verbissen, neben euch. Ja, eigentlich können wir einfach hochlaufen. Ja, oder? Einfach hochlaufen, ja. Schlepp das auf die. Es ist dunkel und die sehen schlecht. Oh, jetzt drehen sie sich um. Ja, hoch den Wald. Haben Sie uns gesehen? Die haben uns nicht gesehen, nein. Sehr gut. Oh, Paramine sind wir, oder? Ne, das sind so eine Serpentine. Wir sind keine. Scheiße, ist das ja, stark. Ja, wir sind jetzt Paramine, ja. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Ah, es ist ja morgendlicher Spaziergang für uns, ich bitte dich. Oh, shit. Scheiße! Ach, ich glaube, die hat uns bemerkt. Hä? Das ist ein Fahrzeugwrack?
What the fuck? Die haben wohl einen kleinen Unfall gehabt. Scheinend, was geht mit denen? Kleiner Buggy hier. Ach, bekomme ich immer Gelüste, wenn ich diese kleinen Buggys sehe. Ja, aber das sind nur zwei Sitze. Wo ist denn dieser Schutz? 1,2 Kilometer noch südlich. Wir müssen südlich laufen. Problem ist, wir kommen hier nicht einfach südlich durch, weil... Wie die Berge sind. Was ist? Weil Berge sind. Nice Klettern. Deswegen umlaufen wir die ganz steilen Klippen. Da ist voll Moos, ist mega gefährlich. Oh Gott. Rutschig, ja. Ist da oben. Ich sehe hier so eine komische Aussichtsplattform. Ach, ihr seid schon längst weitergegangen. Ja, das. Ja. Ja. Drohne geht auf. Oh, Drohne da vorne. Wartet mal warte, auf uns. Himmel, Hilfe, was habt ihr denn auf einmal für uns Stress? Ah, jemand wurde gesehen. Wahrscheinlich ich. Ah, da oben seid ihr. Boah, ist das steil. Wahrscheinlich war ich gesichtet worden, aber die Drohne war allein unterwegs. Ja. Wo sind die Motorräder, die Besitzer der Motorräder? Hier, liegen sie im Gras tot. Wer war denn das? Nicht wir. Okay. Beunruhigend. Es sind eben die Ghosts. Es ist unser Job, beunruhigend zu sein. Wir sind nicht beunruhigt. Ich bin beunruhigt, weil hier tote Menschen liegen, die ich nicht getötet habe. Ja, waren Zivilisten wahrscheinlich. Waren sie von den Seiten erschossen oder vielleicht von den Wolfs. Weiß das schon. Egal. Wohin gehen wir? Jetzt die richtige Richtung, oder? Ja, immer Richtung Süden. Ich weiß nicht, wie wir über diesen Berg kommen sollen. Wahrscheinlich am Berg vorbei, links am Berg vorbei. Wahrscheinlich. Müssen wir da... Scheiße. Warte mal kurz. Ich glaube, wir müssen einfach zurück zur Heimatbasis. Also was? Nach Erebor, oder? Ja, es sieht stark danach aus. Ja, und wie kommen wir da hin? Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können leider keine Dings machen, oder? Keine Schnellreise, oder? Weil das nicht angezeigt dann wird. Dann müssen wir hin. Ja, ist ja nicht mehr so weit. Aber lass uns sprinten, oder? Wir wissen ja, wie es geht. Nach Hause. Hier wird's nicht mal angezeigt. Einfach Richtung Scheiße. Drohne! Ach. Jemand hat gleich die Drohne geworfen, ja. Die Drohne wurde verlangt. Was ist das? Ich glaube, wir wurden entdeckt. Was? Nee. Doch, da. Shit. Wer wurde entdeckt? Fuck, wir. Ich. Jetzt wird's interessant, aber da kommen schon die Schweinchen. Oh, nein! Ich will abhauen. Ah, die haben mich. Die haben. Ja, die haben sie auch. Einen habe ich runtergeholt, aber. Voll schlimm, ja. Wer hat sich nicht hingelegt? Ich hab mich hingelegt, aber ich war aber nicht schnell genug. Ich bin tot und verschwunden. Na ja, gut. Lass uns uns selbst versorgen und ich denke, mit Schulz machen wir dann. Ja, dann sehe ich noch einmal Pass. Ich glaube, ich werde mir dann ein Sturmgewehr holen. Das Scharfschützengewehr ist zwar nett, aber naja, reicht einer. Obwohl ich nur so ein Mischmasch habe, ja, nichtsdestotrotz eine bisschen kürzere Folge. Ihr seht, es ist sehr, sehr schwierig und hart. Ich danke trotzdem fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Ciao.